In diesem Video soll es um das Thema Aggregate gehen. Ich habe seit Jahren nach einer Technik gesucht und einer Erklärung, wie man große Anwendungskerne, große logische Datenmodelle in kleinere Stücke zerlegen kann und so ein bisschen dargestellt ist, wie das im Detail funktionieren könnte. Und bei Herrn Evans bin ich dann fündig geworden. Der hat 2004 das Buch zum Domain-Driven Design geschrieben und bei ihm kommt relativ spät im Buch das Konzept der Aggregate vor. Und das ist so ein Vehikel, wo Sie abgrenzbare Bereiche in Ihrem Datenmodell identifizieren können und dann können Sie die abzirkeln und so programmieren, dass die relativ unabhängig sind von dem Rest des logischen Datenmodells, sodass man dort lokale Optimierung vornehmen kann. Das können Sie vielleicht auf einer anderen Maschine tun. Sie können eine andere Persistenztechnik verwenden, wenn es aus irgendwelchen Gründen Sinn macht. Aber Sie kriegen sozusagen so das große logische Datenmodell, wo sehr viele Abhängigkeiten sind, so ein bisschen zerlegt in kleinere, autonomere oder autarkere Elemente. Das ist ganz nett an der Technik, deswegen würde ich Ihnen die gerne zeigen. Warum braucht man das? Wenn Sie anfangen mit einem Projekt, ist das immer klein, Sie haben immer wenig Daten zur Verfügung, weil so viel können Sie am Anfang nicht bauen. Da haben Sie immer so drei, vier, fünf Entitäten oder sowas, wenn es hochkommt. Und wenn Sie aber jetzt 10 Jahre an dem Ding gearbeitet haben, haben Sie halt nicht mehr drei, vier, fünf, sondern hunderte von Entitäten und nicht mehr eine Tabelle oder 10 Tabellen, sondern 1000 Tabellen. Und also innerhalb dieses Wachstumsprozesses müssen Sie immer wieder schauen, dass Sie das Gewachsene etwas wieder zerhacken in kleinere Teile, damit die kleineren Teile für sich wieder beherrschbar werden. Und Sie brauchen irgend so eine Technik zum Zerhacken. Und da können Ihnen die Aggregate vielleicht behilflich sein oder das übergeordnete Prinzip, diese Bounded Contexts vom Herrn Evans. Also deswegen lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht eine eigene Variante davon tatsächlich zu bauen in den eigenen Projekten. Hier ein Beispiel, also das heißt, wenn Sie so ein bisschen das logische Datenmodell entworfen haben, könnte sowas rauskommen wie da dargestellt. Sie haben hier irgendwie 4 Entitätstypen. Ob das jetzt wirklich alles Entitätstypen sind, sei mal dahingestellt. Das ist so aus einer App, das Studierende vor 2, 3 Jahren für die NTT mal gebaut haben. Mit Finished Workout und Heartrate Data und Heartrate Point und so weiter. Und da haben Sie sozusagen so verschiedene Daten, die dann vorkommen. Das ist noch ganz gut beherrschbar, aber stellen Sie sich jetzt vor, das wächst. Das wächst jetzt so vor sich hin. Und Sie haben dann nicht irgendwie 5 Entwickler, wie wir es sonst in SE2 haben, sondern vielleicht 20. Und die entwickeln auch nicht mal eine Woche oder 5, sondern würde ich mal über ein paar Jahre hinweg. Was passiert denn dann damit, wenn Sie nicht aufpassen? Dann passiert ungefähr das, was Sie da sehen. Das ist das logische Datenmodell von einem System, an dem ich bei der SC&M AG beteiligt war. Dieses System lief mal, ich denke, es ist wahrscheinlich abgeschaltet bei der Deutschen Bahn AG, zur Verwaltung von Reisezugwagen und Triebfahrzeugen. Vor allem im Nahverkehr und im Regionalverkehr. Im Fernverkehr mit den ICEs haben sie ein anderes System verwendet. Also, was Sie da erkennen könnten, wäre eine deutsche Bahnfachlichkeit. Und wenn man jetzt da so ein bisschen reinliest, werden Sie also insgesamt 106 Entitäten finden, mit verschiedenen Bedeutungen. Da haben Sie sowas wie Fahrzeugdom, das ist so ein Reisezugwagen oder ein Triebfahrzeug von der Deutschen Bundesbahn. Sie haben sowas wie so dranhängende Daten, das sind so Sonderausstattungen und wie viele Sitze das Ding hat und so weiter. Und hier auf der Seite haben Sie so Sachen, die vielleicht so ein bisschen mit der Instandhaltung zu tun haben. Also so ein Fahrzeug muss ja regelmäßig in die Werkstatt. Und Sie müssen nachweisen, dass es in der Werkstatt war, speziell dann, wenn ein Unfall passiert. Ist das sehr wichtig. Und Sie müssen planen und so weiter. So. Das ist jetzt an dem Diagramm jetzt nicht wirklich erkennbar, nicht? Also Sie haben jetzt da 106 gleichberechtigte Entitäten und wenn Sie das System so weiterlaufen lassen, passiert Ihnen das, dass Sie das irgendwie aus der Kontrolle verlieren. Wenn das, also bei dem System, das war ein C++, haben Sie zum Beispiel ziemlich explodierende Compile-Zeiten. Also weil alles sehr, sehr lange Includes-Ketten dann da sind und der Compiler hat bei so einer relativ guten Solaris-Maschine hat er eine ganze Nacht lang kompiliert an dem System. Also gerade so Sprachen wie C++ sind da sehr ungnädig, was das angeht, wenn sie sehr starke Abhängigkeiten haben. Und das System ist schwer verständlich, eben weil sie 106 scheinbar gleichberechtigte Kästen haben. Und was Sie nicht erkennen, ist das Thema Instandhaltung. Also wenn Sie vom Fach sind, dann erkennen Sie das natürlich irgendwie oder wenn Sie es genau durchlesen. Aber eigentlich brauchen Sie das so ein bisschen besser separiert.
Sie brauchen es deswegen, um es besser zu verstehen und damit sie das System noch warten können, gescheit. Also, wir müssen zum Design kommen, wo diese Komponenten, diese Teile erhalten bleiben und wo wir auch ein Konzept haben, solche Dinger zu finden. Also eine Volksrede, was jetzt eine Komponente ist und dass sie voll unabhängig ist, vor allem anderen nützt ihnen gar nichts. Sie brauchen einen Algorithmus, um zu diesen tollen unabhängigen Komponenten zu kommen und sie müssen Verständnis davon haben, wie so eine Komponente ihnen ungefähr aufgebaut ist. So, und da können uns jetzt diese Aggregate helfen. So, was ist ein Aggregat? Ich nehme jetzt nicht eine Entität, also von meinen 106 aus der Grafik, sondern ich nehme vielleicht mehrere Entitäten. Und was jetzt bei denen wichtig ist, die müssen fachlich zusammenhängen. Woran merke ich das? Naja, wenn ich eine Änderung an eine oder mehrere Entitäten vornehme, müssen diese Änderungen insgesamt synchron gehalten werden. Also das heißt, es darf jetzt nicht sein, dass ich die eine Entität oder aus diesem Cluster ändere und die anderen bleiben unverändert, sondern ich ändere quasi die Gesamtdaten immer im Rahmen einer technischen und fachlichen Transaktion. Also Änderungen sind da immer atomar und synchron über alle Teile verstreut. Und ich habe als Wurzel eine Kernentität, sowas wie den Kunden, den Vertrag, den Stromzähler, je nachdem, in welcher fachlichen Domäne sie sich befinden. Also irgendeine wichtige Entität ist sozusagen die Wurzel und an dem Ding hängt alles andere dran. Das kann auch eine recht komplexe Struktur sein. Und es gibt gewisse fachliche Konsistenzbedingungen und Plausibilitäten, die innerhalb dieses Aggregates gelten, also wo es um Beziehungen zum Beispiel von den verschiedenen Entitäten untereinander geht, die in diesem Aggregat drin sind. Und wie gesagt, am Ende sollen also innerhalb von dem Ding die Asset-Eigenschaften gelten, die Sie schon aus der Datenbankvorlesung kennen. Also jetzt haben Sie einen Klumpen von Daten und Sie haben Konsistenzbedingungen, die dieser Klumpen erfüllen muss. Gleich kommt noch ein Beispiel, da kann man sich es vielleicht besser vorstellen. Und wichtiger Punkt ist jetzt haben Sie zwischen diesen verschiedenen Aggregatsgrenzen, also wenn Sie zum Beispiel ein Aggregat gemacht haben zum Thema Instandhaltung, dann verweist das auf die anderen Aggregate, also zum Beispiel Fahrzeugverwaltung, nur über jeweils fachliche IDs. Also zum Beispiel würde die Instandhaltung auf ein Fahrzeug dann über eine Fahrzeugkennnummer verweisen, aber keinen Pointer zu dem Fahrzeug oder keine OID oder sowas haben. Das heißt also, die Aggregate referenzieren sich gegenseitig nur über sozusagen fachliche Schlüssel. Und so kriegen sie eine Unabhängigkeit rein, weil dann auch die Objektgeflechte sozusagen Sollbruchstelle haben, nämlich genau an diesen Stellen, wo sie sozusagen diese fachlichen IDs über die verweisen. Und eben nicht über Java-Referenzen oder über C++-Zeiger. Und über die Grenzen von so einem Aggregat, da kommunizieren sie jetzt nicht mehr synchron, sondern asynchron. Das heißt, die Aggregate tauschen untereinander Events aus. Das hat den großen Vorteil, dass sie sozusagen zeitlich verzögert verschiedene Aggregate updaten können. Und damit kriegen Sie etwas besser skalierbare Systeme hin, weil Sie können sozusagen innerhalb des Aggregates ist das Ding synchron, das gilt als ACID. Alles, was darüber hinausgeht, wird asynchron upgedatet. Das ist also vielleicht nicht sofort up to date, aber eventually up to date. Also nach einem gewissen Zeitraum ist das ganze System dann wieder konsistent. Und die Konzepte, die schauen wir uns jetzt noch mal im Detail an. Also, Sie haben Verweis von außen über eine fachliche Identität, ne? Also Kontonummer, Kundennummer, Personalausweisnummer. Und das verweist auf Ihre Wurzelentität. Und das Ding hat irgend so eine global gültige ID, ne? Also Kontonummer, Personalausweisnummer, Personenkennziffer, Versicherungsscheinnummer zum Beispiel. Und das Ding verweist eventuell auf andere Entitäten, jeweils mit einer, auch wieder nur mit der fachlichen Identität. Also das heißt, da haben Sie vielleicht verweist der Versicherungsvertrag auf den Kunden, für den er ist, über eine Kundennummer. Aber die Kundennummer steht da als String drin und eben nicht als Zeiger auf dem Kunden. Die Entität kann auf Value-Objekte verweisen, also das sind einfach strunzdoofe Java-Klassen zum Beispiel, das strunzdoofe ist die Sharp-Klassen mit irgendwelchen Attributen drin, sowas wie eine Adresse wäre so ein Value-Object. Und kann Unterentitäten haben, zum Beispiel sowas wie ein Stromzähler bei einem Stromkonzern oder Versicherungsvertrag. Das sind zum Teil fachlich sehr komplexe Gebilde. Das heißt,
Unter so einer Oberentität kann durchaus noch ein recht komplexes Objektgeflecht darunter hängen. Und wichtig ist, dass dieses Geflecht in sich immer konsistent sein muss. Also für Änderungen in dem Geflecht wollen wir immer wieder Asset-Eigenschaften haben. Okay, genau. Beispiel, das ist die Folie, ist jetzt nicht animiert. So, ich habe die Entität Kunde, Beispiel, also Entitätstyp, geht schon wieder durcheinander. Entitätstyp Kunde mit einer Kundennummer, das ist sozusagen der fachliche Schlüssel. Und jetzt kann der Kunde zum Beispiel einen String drin haben mit einem Verweis auf den zuständigen Vertreter vom Stromzählerkonzern zum Beispiel. Oder der Kunde verweist auf ein Value Object, wo seine Adresse gespeichert ist. Oder der Kunde hat, falls sie das jetzt irgendwie für sinnvoll erachten, im selben Aggregat drin den Stromzähler, der bei ihm im Keller verschraubt ist. Und da hat er vielleicht die Entität Zähler mit der ID Zählernummer. Und dann kann der Zähler auf die Anschluss-ID verweisen. Schön ist jetzt hier, dieses rot hinterlegte sind tatsächlich fachliche Keys, aber eben keine Pointer, sodass sie, auch wenn sie es laden und speichern müssen, genau an den Stellen abbrechen können. Also sie müssen nicht per Query die Sache noch instanziieren und müssen auch, wenn sie das als Restinterface zum Beispiel rausreichen, dann ist die Datenstruktur, die sie rausreichen, nur in diesem Klotz dargestellt. Und sie müssen jetzt also nicht noch welche Daten vom Vertreter herholen oder Daten vom Anschluss. Sie haben so einen fachlich abgegrenzten Raum. Und das ist das Tolle beim Aggregat. Und es gibt so verschiedene Techniken, wie man auf diese Aggregate kommen kann. Erkläre ich aber gleich nochmal. Oder gebe einen Ausblick. So. Regel nochmal. Also, was gehört dasselbe Aggregat? Das sind also Sachen, die sofort atomar zu ändern sind. Das heißt, also wenn ich irgendeinen Teil ändere, müssen sozusagen, um die Konsistenz aufrechtzuerhalten, muss das Aggregat als Ganzes geändert werden. Also muss irgendein enger fachlicher Zusammenhang bestehen. In verschiedene Aggregate kommt das rein, wo ich die Änderung verzögern kann. Zum Beispiel kann ich ja, nehmen wir an, Sie machen eine Online-Bestellung, kann ich ja den Bestelldatensatz in Aggregat speichern, aber ins Lager, da muss ich den Lagerbestand vielleicht noch nicht aktualisieren, so das kann ich vielleicht über ein Asynchron über ein Event machen. Oder eine Quittung kann ich Ihnen auch asynchron über ein Event schicken, sodass ich also da andere Nachbaraggregate machen kann, die ich verzögert per Event anschließe und die eben nicht per dieser Asset-Konsistenzeigenschaften haben müssen. Gleiches Aggregat, Sofort-Konsistenz, verschiedene Aggregate, verzögerte Konsistenz ist möglich. Oder diese Eventual Consistency, die kann ich dann zum Beispiel über eventbasierte Systeme erreichen. Die Wurzelentität kennzeichnet das Aggregat, also das Kundenaggregat, das Versicherungsvertragsaggregat. Das ist also irgend so ein zentrales fachliches Konzept. Also im Grunde nehmen Sie Ihr logisches Datenmodell und zersägen das so in große, grobe fachliche Brocken und aus jedem dieser fachlichen Brocken machen Sie ein Aggregat. So, die Aggregate unterhalten sich über Domain-Events. Das Konzept stammt schon von Herrn Evans. Und das ist so, als wenn irgendwas Spannendes passiert ist, der Kunde hat bestellt, das Item ist eingetroffen, also immer irgendwie ein Nomen plus Verb in der Vergangenheit und das ist irgendwie betriebswirtschaftlich interessant, dann ist das so ein Domain-Event. Das kann man natürlich so Abläufe, Workflows und so weiter einfach als Abfolge von solchen Domain-Events beschreiben. Also das heißt, so können Sie ganze Workflows darstellen, indem Sie einfach sagen, in welcher Reihenfolge diese Domain-Events passieren. Muss natürlich fachlich wichtig sein, habe ich schon erwähnt, sonst macht es keinen Sinn, es zu modellieren, auch das ist klar. Und dieses fachliche Event, wichtig heißt hier zum Beispiel, dass ich das irgendwie vielleicht aufheben will. Vielleicht will ich mir alle Ereignisse, die passiert sind, in der Datenbank merken und dann kann ich sozusagen alte Systemzustände wiederherstellen, indem ich einfach die Events nacheinander ungültig mache oder indem ich einfach ab einem gewissen Sicherungszustand alle alten Events wieder einspiele in das System. Also das ist so Event. Vielleicht haben Sie schon mal was von Event Sourcing gehört. Also Domain-Events sind eine wichtige Grundlage fürs Event Sourcing. Und das Event hat natürlich, wie schon gesagt, eine fachliche Bedeutung. Sowas wie Vertrag ist eingetroffen, Kunde hat bestellt, Bestellung ist ausgeführt, Brief wurde versendet und so weiter. Hier die Beispiele. Kunde wurde gelöscht. Kunde ist geprüft worden, Fiskaljahr ist zu Ende, Monat ist zu Ende. Also es muss nicht zwingend auch Events sein, also irgendwie die User durch Knopfdruck erzeugt hat, sondern Sie können auch so Timer-Events haben, wie Fiskaljahr ist zu Ende.
Und ein wichtiger Punkt ist gerade, damit das Event-Sourcing auch funktioniert, ist, die Events werden natürlich nachher nicht mehr geändert. Wie gesagt, das Event ist einmal in der Zeit passiert und dann bleibt es für alle Zeit so und unverändert. Und damit können Sie es speichern oder weiterverarbeiten, was Ihnen so einfällt. So Domain-Events sind halt Grundlage für auch für jede Form von reaktiven Systemen, weil am Ende des Tages kriegt Ihr reaktives System, kennen Sie vielleicht aus der VV-Vorlesung, kriegt so ein Event und denkt sich eine Reaktion darauf aus. Und da kann man sozusagen das Verhalten eines reaktiven Systems quasi als Aktio-Reaktio-Folge beschreiben. Ich schicke dem Event hin und sage, was das System dann tut. Das kann ich vielleicht noch ein bisschen geschickter machen. Wenn Sie es ganz toll machen, dann sind Sie nachher bei der Fokustheorie von meinem Doktorvater. Der hat letzten Endes auch das Systemverhalten beschrieben als Folge von ankommenden Events und hat daraus eine ganze Theorie aufgebaut. Genau, Ablauffolge von Events und damit können Sie Abläufe beschreiben, Abläufe speichern, Abläufe wieder einspielen und so weiter, alles was Sie wollen. Unten ist das mal dargestellt, sowas wie Item Purchased, Invoices Sent, Invoices Paid und so weiter. Schon haben Sie einen fachlichen Ablauf. Man kann das jetzt, es gibt eine sehr, sehr schöne Technik, da fehlt mir leider die Zeit dazu, das sogenannte Event Sourcing, Event Storming, das ist so, Sie kleben so mit orangen Klebezetteln auf so ein sehr langes Whiteboard die Business Events, die Ihnen so einfallen, bringen die in eine zeitliche und kausale Reihenfolge und arbeiten dann von da aus dann die Details des Systems aus. Also Sie kommen von den Business Events dann zu den Kommandos, die im System vorherrschen und von da aus erarbeiten sie sich dann sogar das logische Datenmodell. Also das ist ein schöner Einstieg, wie gesagt, das Event Storming vom Alberto Brandolini. Ich klebe Ihnen unten noch so einen Hinweis auf ein Video. Ich habe so ein paar durchgeschaut, kein so richtig überzeugendes gefunden. Aber ich hänge Ihnen einfach mal so zwei Beispiele rein, damit Sie sich das anschauen können. So, das waren Domain-Events. So, und die Idee ist jetzt von den Domain-Events, dass die verschiedenen Aggregate sich sozusagen nicht über synchrone Restaufrufe oder sowas unterhalten, sondern dass die Dinger, um sich gegenseitig konsistent zu halten, Domain-Events verschicken. Also, Kommunikation innerhalb des Aggregats ist synchron, also da können Sie einfach einen RESTful Web Service zum Beispiel rausreichen und Kommunikation zwischen den Aggregaten asynchron über Events. Und so kriegen Sie wunderbar skalierbares System hin, denn der und der, die müssen ja nicht auf derselben Maschine sein und es ist sogar zulässig, dass die Maschine hier, wo das Aggregat 2 ist, abgeraucht ist, weil das Domain-Event, das können Sie in der Queue zwischenspeichern und schon haben Sie ein viel besser verfügbares System, weil Sie nicht mehr darauf angewiesen sind, dass alle Teile gleichzeitig online sind. Also klassischer Stoff aus verteilter Verarbeitung. Okay, das war soweit das Thema Aggregate. Wie gesagt, wenn Sie das mal verstanden haben, sind Sie in der Lage, auf der Basis von so einem Aggregat dann Mikroservices zu bauen. Dann ist nämlich dann flanschen Sie an das Aggregat einen RESTful Web Service dran, haben Sie einen wunderbaren Mikroservice, der wunderbar fachlich entkoppelt ist von anderen Mikroservices. Also wie gesagt, diese Aggregate sind die Basis eigentlich dafür, sauber geschnittene Mikroservices zu machen. Mikroservices kommen in verschiedenen Vorlesungen noch vor. Hier nochmal so, dass Sie den Begriff schon mal gehört haben.